juristischer Beruf hat, meine ich, zwei Facetten. Man muss theoretisch erworbenes Wissen auf der einen Seite einer praktischen, sachgerechten Lösung zuführen. Das ist die andere Seite des Ganzen. Und was sicher an der Universität in Frankfurt hervorragend war, das war die praktisch-theoretische Ausbildung. Also ich meine, das Handwerkszeug gelernt zu haben, das man braucht, um einen juristischen Sachverhalt zu durchdringen und einer Lösung zuzuführen. Was ich dann später, als ich ins Rechtsreferendariat gegangen bin, wenn ich das mal als erste Facette des Berufslebens bezeichnen kann, weil es weg von der Universität ist, festgestellt habe, die Universität hat leider überhaupt nichts dafür getan, auch nur annähernd eine Vorstellung zu haben, was kommt in der Praxis auf einen zu. Das heißt, ich stand dann irgendwann mal mit meinem tollen Theoriewissen da und habe die erste Akte schlichtweg in der Hand gehabt und wusste überhaupt nicht, wie soll ich die Akte anpacken. Ich will Ihnen ein ganz einfaches strafrechtliches Beispiel dazu bringen, weil es vielleicht eingängig ist. Der Fall an der Universität lautet immer, A haut B auf den Kopf, wie ist er zu bestrafen? Das ist leicht und eingängig. Dann schlägt man das Gesetz auf, guckt nach und hat eine Lösung. In der Praxis gibt es den Fall nicht. In der Akte steht niemals, A hat B auf den Kopf gehauen, sondern der A wird beschuldigt und der verteidigt sich und der argumentiert und es gibt widersprüchliche Angaben und Zeugen äußern sich dazu. Und dann muss man aus 200-300 Seiten Akten herauskristallisieren, war es denn wirklich so und wenn ja, warum? Und sozusagen die Transformation des theoretisch Erlernten hin zur Anwendung in der Praxis, das gab es, als ich in den 80er Jahren studiert habe, überhaupt nicht. Es gab weder Vorlesungen noch Seminare, die sich mit diesem Spannungsfeld beschäftigt haben. Das ist heute anders. Heute gibt es hier an der Goethe-Universität das sogenannte Zentrum für Schlüsselqualifikationen. Und dort gibt es Veranstaltungen, die versuchen, genau an dieser Schnittstelle schon den Studierenden den Blick dafür zu öffnen, dass man eben nicht im Elfenbeinturm sitzt und totes Wissen ansammelt, das nur für die Prüfung gelernt wird, sondern dass das, was man an der Universität lernt, sinnvoll und notwendig ist, um es in der Praxis umzusetzen. Ich mache das selbst jetzt als Lehrbeauftragter, und zwar aus genau der Motivation heraus, dass mich das damals so ungeheuer gestört hat. Ich versuche mit Studierenden praktische Fälle durchzuspielen und sie dazu zu bekommen, ihr theoretisches Wissen einer Falllösung zuzuführen.